Hallo und herzlich willkommen hier bei The Nosy Rosie. Es ist Freitag und ich bin der Sven. Unser dieswöchiges Thema ist Be Yourself, also einfach mal bleib du selbst. Denn egal, was andere Leute sagen, egal, ob du eine andere Hautfarbe hast, eine andere Religion, eine andere sexuelle Orientierung, einen anderen Musikgeschmack oder einfach eine ganz verrückte Art hast, dich zu kleiden, es ist egal, bleib du selbst und dadurch wirst du am glücklichsten. Ich finde, dieses Wochenthema ist eigentlich eine ganz schöne Aktion, um euch nochmal irgendwie da draußen Mut zu machen, dass alles mit euch vollkommen in Ordnung ist. Egal, wie ihr seid, was ihr macht, ihr seid einfach ihr selbst und dazu solltet ihr stehen und euch nicht irgendwie verstellen. Ich hoffe, dass ihr dazu auch genügend Kraft habt, denn ganz oft ist es ja einfach so, dass man sich wirklich in die Enge gedrückt fühlt oder nicht mehr weiß, wie man mit diesen ganzen Hänseleien umgehen soll. Aber da müsst ihr einfach irgendwie einen Weg dafür entwickeln, darüber zu stehen und dadurch dann halt einfach euer eigenes Ding machen. Mich würde mal interessieren, ob ihr da irgendwie vielleicht so einen kleinen Weg entwickelt habt, damit ihr euer eigenes Ding durchzieht und wie ihr über diese ganzen, falls es dazu kommt, Hänseleien steht. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, das würde mich wirklich sehr interessieren. Ansonsten, was macht euch aus? Sagt mir mal, wenn ihr irgendwie eine Hänselei erlebt habt und darüber sprechen könnt, ohne dass es euch zu sehr verletzt, sagt mir doch einfach mal, warum ihr gehänselt wurdet. Das würde mich auch sehr interessieren, denn eigentlich sind das ja dann eure Stärken, die ihr einfach nur für euch selbst in ein positives Licht richten müsst. Darüber würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Die anderen haben ja schon ganz viel zu diesem Thema gesagt und ich möchte auch nicht nochmal alles wiederholen. Ich möchte euch einfach nur wirklich den Tipp geben, macht euer Bestes draus aus euren Eigenschaften, aus euren Macken, aus eurem ganzen Wesen. Und steht über allem drüber, was andere Leute über euch sagen, nur weil ihr vielleicht nicht normal seid. Dann möchte ich mich noch bei euch entschuldigen, dass ich in den letzten Wochen so unregelmäßig gepostet habe. Ich habe auch ganz unregelmäßig irgendwie im Teamgeschehen mitgemischt, da vieles passiert ist, aber alles ist jetzt wieder besser und wir sehen uns wieder jeden Freitag hier bei The Nosy Rosie. Darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch und ich würde jetzt auch schon sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss, euer Sven.